Bitte. Vielen Dank. Mein Vortrag gliedert sich in drei Abschnitte, die drei simplen Fragen nachgehen. Was wissen wir über das Geldmuseum der Reichsbank? Punkt 2. Was wissen wir über das Geldmuseum der Reichsbank nicht? Punkt 3. Was sollten wir über das Geldmuseum der Reichsbank wissen? Neben einem Katalog aus dem Jahr 2005 und einem Artikel von Jethro Parmon aus dem Jahr 2014 haben wir nur noch einen Aufsatz, der 2005 von Bernhard Weißer im Umfeld des Berliner Münzkabinetts, also aus der Reihe vom Einflussbereich der Deutschen Bundesbank, geschrieben wurde. Jethro Weißer fragt sich, aus welcher öffentlichen Sammlung hätte diese Münze stammen können. Eine der in Frage kommenden Sammlungen wäre diejenige des Geldmuseums. Laut Weister habe die Reichsbank ab 1914 eine Sammlung angelegt, die sich 1935 zum Reichsbankmuseum entwickelt. Im Februar 1945 seien die wertvollsten Stücke der Sammlung in neun Beutel nach Merkers in Thüringen verlagert und eben dort nach dem Kriege von den Alliierten beschlagnahmt und in den Central Collecting Point in Wiesbaden zurückgebracht worden. Auch laut Warburg wurzeln die Anfänge des Geldmuseums in dem Ersten Weltkrieg. Obwohl das 1931 soll in der Reichsbank damit begonnen worden sein, aus der Masse der abgelieferten Münzen numismatisch relevante Stücke auszusortieren, Warburg erwähnt Herr Kropp kein einziges Mal in den ganzen Artikel. Obwohl eben Kropp 1931 die Sammlung initiiert und bis 1945 ununterbrochen geleitet hat. In Abtrennung von Weißer bedeutet Warburg darauf hin, dass die Verlagerung nicht im Februar, sondern im April stattgefunden habe, was aber auch aus historischen Gründen auszuschließen ist. Sowohl hier als in anderen Stellen richtet sich Warburg mehr als Weißer nach den Angaben, die Kropp seinerzeit gemacht hat. Dafür versucht sich Warburg als Erster in der Feststellung der Anzahl der nach Merkers verlagerten Objekte, laut Warburg gut 23.000 Stücke. Soweit das, was wir bisher über das Geldmuseum wussten. Unter dem, was wir noch nicht wissen, will ich heute insbesondere eine Frage behandeln. Bis dato herrscht noch eine beirrende Unklarheit darüber, wie viele Objekte diese neuen Beutel beinhalten. Den früheren Angaben Kropps zufolge 4.000. Solange er nun konnte, versuchte Kropp, die Anzahl der geretteten Münzen möglichst gering zu halten und dabei auch die Verlagerung zu einem spätmöglichsten Zeitpunkt zu datieren. Wenn die Falschheit der Aussagen Kropps offenkundig ist, erfordert die Unzulänglichkeit des aktuellen Wissensstandes eine weitere Erörterung. Warburg zufolge haben die Amerikaner in Merkers 23.265 Münzen als Kriegsbeute rekurriert. Diese Münzen sind dennoch nicht als Kriegsbeute beamt worden, noch waren sie nur 23.000. Diese neuen Beutel beinhalteten ursprünglich 28.102 Stücke. 23.265 ist lediglich die Zahl von Stücken, die endlich 1954 an die Bank Deutscher Länder verkauft wurden und den Grundstock des Frankfurter Geldmuseums bilden. Warum ist diese Differenz von besonderer Bedeutung? Weil sie auf eine unangenehme historische Gegebenheit hindeuten, worüber Warburg bevorzugte, nichts zu schreiben, nämlich über die Tatsache, dass es Restitutionen missbräuchlich erworbener Stücke schon gegeben hat, sowie über die Möglichkeit, dass es noch andere Restitutionen geben könnte. Obwohl die Amerikaner nur knapp 4.040 Stücke zurückstellten, ging man in Wiesbaden davon aus, dass die überwiegende Mehrheit der Objekte aus dem Geldmuseum eine bedenkliche Provenienz aufwies. Diese Münzsammlung, so der Chef der Property Division in Wiesbaden 1950, ich zitiere,
ist noch nicht, wie die meisten, aus dem Besitz des früheren preußischen Staates stammenden kulturellen Vermögenswerten einem Kustodien der deutschen Regierung übertragen worden. Also noch nicht. Diese Zurückhaltung ist darauf zurückzuführen, dass ca. 95% der Sammlung der Restitution unterliegt. Diese Stellungnahme ist nicht einwandfrei. Aber man muss sie unbedingt berücksichtigen, um die apologetischen Erklärungen von Kropp zu relativieren und der Vertuschungspotenzial zu entkräften. Um den richtigen Mittelpunkt zwischen den Positionen der Reichsbank einerseits und des Central Collecting Point andererseits zu verorten, müsste man zunächst getreu rekonstruieren können, nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten zusammengetragen. Um diese Kernfrage dreht sich ungefähr alles, was wir über das Kernmuseum noch wissen sollten. Das heißt, meinen dritten und letzten Abschnitt. Aus dem, was ich bisher herausfinden konnte, wuchs die Sammlung des Geldmuseums unter Hobbs von ca. 6.000 bis auf insgesamt 180.000 Münzen an, mit jährlichem Durchschnitt von ca. 17.000 pro Jahr. Wie kam dieser Zuwachs zutage? Durch welche Wege und auf wessen Kosten wurden diese Münzen erworben? Hinsichtlich meines Vortrages heute habe ich mich bemüht, aus den disparaten Fassungen von verschiedenen Beteiligten eine Typologisierung der Erwerbsquellen zu extrapolieren. Fangen wir mit Punkt 1a an, die Steigerungen. Kropp und seine Kollegen haben durch die anderen bedeutendsten Auktionen besucht und laut Kropp das Museum ca. 5.000 Münzen durch Auktionen erworben. Mangels Registerbücher kann man schwer ermitteln, welche Stücke dem Geldmuseum verkauft wurden. In meiner Masterarbeit, der Professor Seiler zitiert hat, ist dokumentiert worden, wie die bedeutendsten Wiener Münzsammlungen aus jüdischem Besitz unter der Regie von Dvořák zunächst dem Münzkabinett des sogenannten Führermuseums sowie dem Wiener Münzkabinett und danach der Restbestand zur Versteigerung bestellt wurden. Selbst wenn häufig die jeweiligen Vorbesitzer unerwähnt blieben, diese waren den Experten durchaus bekannt. Punkt 1b. Diese Erwerbsquelle ist unter den Bedingungen eines totalitären Regimes nicht so harmlos, wie es auf den ersten Blick auch erscheinen mag. Laut Angaben von Kropp haben zwischen 1936 und 1942 ca. 70.000 Objekte durch Ankauf geschlossener Sammlungen Eingang in das Geldmuseum gefunden. Sämtliche Ankäufe habe er, ich zitiere Kropp, ohne jeden Druck vollkommen frei und unbeeinflusst vorgenommen. Zitat Ende. Ich werde heute nur ein Beispiel leider solcher vollkommen freier Ankäufe anführen können. Vor der Auswanderung hat Justus Meyerhoff seine Sammlung dem Berliner Münzhändler Waldemar Bruck zur Versteigerung gegeben. Wie kam es dazu, dass Kropp für das Geldmuseum diese zur Versteigerung bestimmte Sammlung gewinnen konnte? Ein Hinweis darauf wird von einem protokollierten Verhör überliefert, in dem Bruck selbst erklärt, dass sich die Reichsbank trotz des Versteigerungsantrags mit der Gestapo in Verbindung gesetzt hat. Die Gestapo, ich zitiere Herr Bruck, hat bei mir angerufen, um die Herausgabe der Sammlung innerhalb von 24 Stunden verlangt. Am nächsten Morgen kamen die Beamten der Reichsbank vorgefahren und haben die Sammlung abgeholt. Die Sammlung wurde dem Geldmuseum der Reichsbank einverlangt. Zitat Ende. Für die Sammlung bezahlte das Geldmuseum 150.000 Reichsmark. So, ohne jeden Druck liefen die Ankäufe. Punkt 1.10. Kropp selbst gibt an, in der Pfandleihanstalt 4.000 bis 5.000 Münzen angekauft zu haben. In die Pfandleihanstalten landeten ab 1938 viele Münzen aus jüdischem Besitz, nachdem Juden per Verordnung verboten wurde, ihre Gegenstände aus Edelmetall freihändig zu veräußern und kurz darauf auferlegt, diese bei staatlichen Ankaufsstellen abzuliefern. Nur der Materialwert abzüglich 10%
wurde vergütet. Die Reichsbank konnte sie zum vollen Geldpreis, nur zum Goldpreis abkaufen. Objekte ohne Pluswert wurden von der preußischen Münze oder von der Degussa eingeschmolzen. Objekte mit numismatischem Wert wurden dem Geldmuseum zugeführt. Der Ausgleich für die dem Geldmuseum überwiesenen Münzen wurde durch Hergabe einer entsprechenden Feinmenge Geldes in Form numismatisch uninteressanter Stücke geschaffen. Man muss bedenken, der Sammler in diesem Fall war eine Zentralbank, die als solche, also als Zentralbank, ihre Sammeltätigkeit begriffen hat. Vielmehr als gesammelt hat sie die Münzen angesammelt oder genauer gesagt angelegt. Punkt 2. Bekanntlich ließ Hitler im Inland durch eine Reihe diskriminierender gesetzlicher Maßnahmen, im Ausland durch eine Reihe von Annexionen und Militäraggressionen staatsfeindliche Vermögenswerte systematisch beschlagnahmen. Auch dieses Beutegut stand, soweit numismatisches, dem Geldmuseum zur Verfügung. Hierzu macht Kropp ganz unterschiedliche Angaben. Laut dem von den Amerikanern herangezogenen Münzexperten Arthur König betrug der Anteil von aus jüdischem Besitz beschlagnahmter Münzen 3-4% des Gesamtbestandes des Geldmuseums. Punkt 3. Durch die Beobachtung der Tauschgeschäfte wird die wirtschaftspolitische Funktion des Geldmuseums am deutlichsten ersichtlich. Durch massenhafte Erwerbungen numismatischer Objekte, die mehr oder weniger museumswürdig waren, hat Kropp einerseits eine protzige Münzsammlung, andererseits eine Reserve an Goldmünzen von geringerem numismatischem Wert mit der Absicht angelegt, sie zu tauschen oder versteigen zu lassen. Das Geldmuseum war sensu stricto keine numismatische Sammlung, sondern ein Dispositiv zur Optimierung der Verwertung, bei welchem die Numismatik keine wissenschaftliche Funktion hatte, sondern eine regimetreue, rein systemfunktionale Rolle spielte. Nach dieser geschichtlichen Darstellung möchte ich schlussbetrachtend die letzte Minute meines Vortrages benutzen, um eine mögliche Perspektive zu suggerieren. Das Geldmuseum wurde im Mai 1999 in diesem neuen Gebäude untergebracht in Frankfurt. Der Ausstellungskatalog erklärt, Ziel des Geldmuseums bestehe darin, in der breiten Öffentlichkeit Verständnis für die Zusammenhänge der Geld- und Währungspolitik und für eine stabilitätsorientierte Zentralbankpolitik zu wecken. Es wird außerdem zu Recht behauptet, eine Zentralbank benötige das Vertrauen der Öffentlichkeit, wenn sie erfolgreich Stabilitätspolitik betreiben will. Genau dafür, dass die notwendigen Voraussetzungen dazu geschaffen werden, dass die Deutsche Bundesbank Vertrauen der Öffentlichkeit weiterhin erlangt, ist eine transparente und nichtsdestotrotz gründliche Abklärung über die in der Nazizeit betriebene Sammelpolitik grundlegend. Angesichts der dargestellten Erwerbungsmethoden sind die wenigen Zeilen, mit welchen Direktor Warburg diese Vorgänge beschreibt, nicht zufriedenstellend. Hinsichtlich der geplanten Wiedereröffnung des Geldmuseums Ende 2016 will ich die Gelegenheit dieses öffentlichen Vortrags nutzen, um eine Petition zu lancieren und dem von der Öffentlichkeit empfundenen Bedarf nach Transparenz Ausdruck zu geben und somit die Deutsche Bundesbank und die heutige Leitung des Geldmuseums aufzufordern, ihre Bestände einer detaillierten Provenienzforschung im Sinne der Washingtoner Konferenz zu unterwerfen. Solange eine derartige Studie nicht vorliegt, sollte meiner Meinung nach die Wiedereröffnung des Geldmuseums verschoben werden. Vielen Dank. Salopp gesprochen, das war starker Tobak.